sei dieses Polynom p von x fünften Grades, das diese drei reelle Parameter a, b und c enthält. Erstens, für welche Zahlentripel a, b, c ist dieses Polynom teilbar durch x mal x minus 1? Zweitens, für welche Zahlentripel a, b, c ist dieses Polynom teilbar durch x minus 1 im Quadrat? Drittens, für welche Zahlentripel a, b, c ist dieses Polynom teilbar durch x² plus 1? Gib für jeden Fall zwei Zahlentripel a, b, c an, die die Eigenschaft erfüllen. Hier ist dieses Polynom fünften Grades, das diese drei reelle Parameter a, b und c enthält. Im ersten Fall wissen wir, dass x mal x minus 1 das Polynom teilt, also x teilt das Polynom p von x. Das bedeutet, dass wir in p von x x ausklammern können und demzufolge muss c gleich 0 sein. Und das Polynom kann so faktorisiert werden. Wir wissen aber auch, dass x minus 1 dieses Polynom p von x teilt. Demzufolge muss p von 1 gleich 0 sein. Das bedeutet, wenn wir in p von x das x überall durch 1 ersetzen, dann müssen wir 0 erhalten und somit entsteht diese Gleichung, die sehr schnell führt zu b gleich minus a minus 9. Diese Zahlentripel können also geschrieben werden in der Form a minus 9, 0. Wir setzen hier einen Parameter lambda ein. Die Zahlentrippel schreiben sich also lambda minus 9, 0. Wenn wir in solche Zahlentrippel lambda durch einen beliebigen reellen Wert ersetzen, dann finden wir ein Beispiel, das die Eigenschaft erfüllt. Nehmen wir zum Beispiel lambda gleich 0, dann wird dieses Zahlentrippel zu 0 minus 0 minus 9, also minus 9, 0. Somit haben wir ein konkretes Beispiel. Wenn wir lambda durch 1 ersetzen, so wird dieses Zahlentrippel zu 1 minus 1 minus 9, also minus 10, 0. Im zweiten Fall wissen wir, dass x minus 1 im Quadrat dieses Polynom p von x teilt. Also wissen wir, dass x minus 1 das Polynom p von x teilt. Was bedeutet, dass der Zahlenwert von p von x bei 1 0 sein muss. Und diesen Zahlenwert p von 1 erhalten wir, indem wir in p von x, also in dieser Summe, das x überall durch 1 ersetzen. Das führt dann sehr schnell zu dieser Gleichung c gleich minus a minus b minus 9. Wir wissen im zweiten Fall, dass das Polynom p von x teilbar ist durch x minus 1 im Quadrat. Und da x minus 1 im Quadrat das Polynom p von x teilt, muss x minus 1 die Ableitung p' von x von diesem Polynom teilen. Die Ableitung von p von x schreibt sich 5 mal x hoch 4 plus 8 mal x hoch 3 plus 18 mal x hoch 2 plus 2ax plus b. Also x minus 1 teilt diese Ableitung p' von x. Was also heißt, wenn wir in diesem Polynom x durch 1 ersetzen, dann erhalten wir 0. P' von 1 ist also 0 und das führt dann sehr schnell zu b gleich minus 2a minus 31. Wir wissen also, c ist minus a minus b minus 9 und b ist minus 2a minus 31. So.
Wenn wir also in dieser zweiten Gleichung das b ersetzen durch minus 2a minus 31, so haben wir c mit a ausgedrückt und wir haben auch b mit a ausgedrückt. Die Zahlen Triple A, B, C kann man also schreiben in folgende Form: a minus 2a minus 31, a plus 22. Für a stellen wir den Parameter Lambda und so finden wir als Lösungsmenge der gesuchten Zahlentrippel die Trippel Lambda minus 2 Lambda minus 31, Lambda plus 22, wo Lambda ein reeller Parameter ist. Wenn wir also in diesem Zahlentrippel Lambda durch einen beliebigen reellen Wert ersetzen, so finden wir ein konkretes Beispiel. Ersetzen wir zum Beispiel Lambda durch 0. So finden wir als Zahlentrippel ABC 0, minus 2 mal 0 minus 31, also minus 31, 0 plus 22, also 22. Wenn wir in diesem Zahlentrippel Lambda zum Beispiel durch 1 ersetzen, so finden wir als Zahlentrippel 1 minus 33, 23. Im dritten Fall teilt x² plus 1 dieses Polynom p von x. Das x² plus 1 kann umgeschrieben werden in x² minus i², denn i² gleich minus 1. Und dieses Binom können wir faktorisieren und wir erhalten so, dass x minus i mal x plus i das Polynom p von x teilt. Schauen wir für den ersten Teiler x minus i. X minus i teilt das Polynom p von x, also ist der Zahlenwert vom Polynom p von x bei i gleich 0. Und wir erhalten p von i, indem wir in p von x das x überall durch i ersetzen. Das führt dann sehr schnell zu der Gleichheit von diesen zwei komplexen Zahlen, diese und diese. Wir haben die 0 in diese Form geschrieben. Warum? Weil diese zwei komplexe Zahlen nur dann gleich sein können, wenn ihre Realteile gleich sind und ihre Imaginärteile gleich sind. Und das führt dann sofort zu c gleich a minus 2 und b gleich 5. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teiler, x plus i. Wir machen genau dieselben Überlegungen und die führen dann zu den zwei gleichen Gleichungen wie da. C gleich a minus 2 und b gleich 5. Also brauchen wir diese Rechnungen nicht zu berücksichtigen. Wir haben ausreichende Informationen. Wir wissen, die Zahlentrippel a, b, c können geschrieben werden in die Form a. Für b setzen wir 5 ein und für c setzen wir a minus 2 ein. Als Parameter a setzen wir Lambda und finden so als mögliche Zahlentrippel im dritten Fall Lambda 5, Lambda minus 2. Wenn wir in diesem Zahlentrippel Lambda durch einen beliebigen reellen Wert ersetzen, so finden wir ein konkretes Beispiel. Wenn wir zum Beispiel Lambda durch 0 ersetzen, dann finden wir als Zahlentrippel ABC 0, 5, 0 minus 2, also 0, 5 minus 2. Wenn wir Lambda zum Beispiel durch 1 ersetzen, dann finden wir als konkretes Zahlentrippel ABC 1, 5, 1 minus 2, also 1, 5 minus 1.